Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Republic. So, gestern habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, welchen Wochentag wir haben. Inzwischen weiß ich, dass gestern Montag war. ich muss wieder so eine Strichliste machen, die schon nicht zustande kommen, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe. So, deswegen liegt es ja auch Stift und Papier rum. So, wir sind jetzt immer noch, glaube ich, hier irgendwo. Wo bin ich? Warum bin ich hier und wo sind wir? Luftschleusen, Lagerraum. Wir müssen da durch. Dann schaue ich da mal erstmal. Voll heilen. Auf alle Fälle Überreste. Okay. Das heißt, hier ist irgendwas gestorben. Kriegst du weg, du kriegst du weg. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Schallgenerator. Ah, Memo eines Forschers. Schallgenerator und Memo eines Forschers. Ich habe an der Werkstatt ein nützliches kleines Gerät gegen die Pyraxanischen Haie konstruiert. Es handelt sich dabei um einen Schallgenerator, der sie eigentlich vertreiben müsste. Der Schall scheint sich unter Wasser wesentlich besser vorzupflanzen als in der Luft. Wenn wir das Gerät an unseren Schutzanzügen anbringen, genügt ein Knopfdruck, um die Haie zu vertreiben. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wann ich endlich meine Gehaltserhöhung bekomme. Karl Jordan. Ich glaube, der ist tot. Schallgenerator, da haben wir ihn doch. Ladung unbegrenzt. Dieses Gerät ist ach, das ist dann... Okay. Für einige Phyraxa-Arten sind sie tödlich. What? Okay. Okay. Das ist interessant. Das ist etwas, was ich schon hier drin haben werde. Ah, das ist doch Sicherheit, ne? Mach mal auf. Geschicklichkeitsenhancer. Ah, wir haben einen Schutzanzug, sehr gut. Und noch ein paar Teile. Oh, noch ein Spind. Ist da draußen jemand? Fischchen, Fischchen, Fischchen. Kommt ihr, um mich auch zu fressen? Ihr könnt mich aber nicht holen, kleine Fischchen. Nicht hier drinnen. Ich bin sicher hinter meinen Mauern. Wir wurden von der Republik geschickt, um zu untersuchen, was hier unten geschah. Untersuchen? Ihr seid doch wie die anderen Narren. Ihr seid Futter für die Selkaf. Wandelndes Fischfutter. Mampf, Mampf, Mampf. Wenn ihr schnell rennen könnt, geht ihr ja vielleicht als Fastfood durch. Als die Selkaf verrückt wurden und begonnen haben, alle aus dem Weg zu räumen, habe ich mich hier eingesperrt. Ich bin hier sicher, nichts kann mir hier drinnen wehtun. Kein Fischfutter für mich. Kommt heraus, ihr beschützt euch vor den Selkas. Nein, 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 nein. Das haben die anderen auch gesagt, Söldner wie ihr. Aber sie sind tot. Die Selkath haben sie gefressen. Mittagshäppchen. Nur die im südlichen Teil der Station könnten noch am Leben sein. Da, wo das Kolto ist. Wenige Fischchen sind dort. Aber viele, viele Fischchen im Wasser dazwischen. Warum sind die Selkaths durchgedreht? Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Nee. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen Fischchen wurden dadurch nur hungrig. Was für ein Dämon? Nein, 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 nein. Das hat man gerade schon. Die anderen auch nur die... Wenn ihr nicht herauskommt, lasst euch einfach da drin versauern. Tschüss, tschüss. Sucht nur nach Fischleuten. Sie fressen und beißen und beißen und fressen. Fischfutter, ja, das seid ihr. Ja, und du bist vollkommen verrückt. Oh, toller Soldat. Da liegt auch noch was Totes. Das sieht aus wie Forscher oder Jedi. So, das haben wir jetzt alles, ne? Ich bin da mal woanders. Das ist ein Weg. War irgendwo eine Luftschleuse. Da unten.
Na, komm ruhig. Was? Ich glaube schon so ein bisschen Rückkopplung. Entschuldigung. Ich habe mal gerade ein bisschen leiser gedreht wegen des Lamieren. Therapien Ionenblaster. Mhm. Und Credits, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ist schon noch was dabei? Nein? Okay. Dann gehen wir mal durch die Drücktür. Luftschleuse wird verriegelt. Warnung, bedrohliche Umgebungsbedingungen, Raumanzug empfohlen. Du hast nur einen Raumanzug. Wenn du durch die Schleuse gehst, kann dich niemand begleiten. Ja, gehen wir mal alleine. Der Raumanzug ist übrigens ein Druckanzug. Ah, ja, da war ja was. So, jetzt haben wir den Shell-Generator selbst. Und der kann pyraxianische Haie vertreiben oder sogar töten. Was haben wir hier? Nichts. Gar nichts. Ein Überlebender. Moment mal, hier ist ein Gang eingezeichnet. Wie seltsam. Raps, 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 raps. Hallo. Hallo, Sie. Wer ist da? Ihr seid zumindest kein Selkav. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Wir wurden von der Republik geschickt, um zu suchen, was hier unten geschah. Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Was macht ihr im Unterwasserbereich der Station? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koito-Sammler finden, den sie am Rand des Wrecker-Driffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drin, mit all den verrückten Selkav, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Ich könnte mitkommen. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in der Anlage. Nicht mit all diesen psychotischen Fischmenschen überall. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koito-Sammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist. Okay. Okay. Dann schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Ob wir hier noch irgendwas Sinnvolles finden. Ich glaube, hier sind einfach nur weitere Drucktüren, ne? Genau. Nee, das ist Quatsch. Das sind weitere Drucktüren. Die haben wir ja alle schon gesehen. Das hört übrigens auch keiner des Selkavs, ne? Dass hier einer mit dem schweren Gerät durch die Gänge schleicht. Das heißt, hier schleichen. Brettern. Ich könnte mich wahrscheinlich hier nicht mal wehren. Oh, haben wir was? Nee, hier kann ich nichts öffnen. Okay. Hallo, Überlebender. Sind das pyraxianische Haie da hinten? Ja, das sind sie. Los, Beeilung! Steht nicht herum! Wir müssen weiter! Das Wasser ist voller!
Hey, er hat seine Stimme geändert. Und jetzt ist er tot. Oh. Sana? Piraxana. Du. Bitte funktioniere. Bitte funktioniere. Scheint zu funktionieren. Ich glaube, die sind auch nicht betäubt, sondern tot. Nur so ein Gedanke. Da drin ist ein phyraxanischer Hai, was? Gut, wenn man die Türen offen lässt, ne? Zu weit weg. Okay. Oh. Oh, der war nicht zu weit weg. Den habe ich damit umgebracht. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich nicht leid. So, was haben wir hier drin? Nervenverstärker. Hm. Die Tür ist zugeschweißt, da kommen wir da eh nicht durch. Da muss ich auch gar nicht hinlaufen. Ich habe keinen Schweißkrieg, hier zu öffnen. Auf alle Fälle den Eingang aus. Benutzen wir den mal. Okay, Autolaufen sieht noch langsamer aus als das manuelle. Tja, sind wir also im zweiten Komplex. Oh Gott. Okay. Ich schätze mal, das Spiel geht sowieso so aus, dass wir alleine sein müssen. Deswegen ist der Gegner wahrscheinlich einfacher. Hast du irgendwas Besonderes dabei? Eine Atemmaske? Was? Oh, bitte nicht. Oh, hallo. Nein, nein, ihr könnt hier nicht rein. Ihr lasst die Phyraxa und die Selkath herein. Nein, bleibt draußen. Bleibt draußen. Ich lasse nicht zu, dass uns diese Monster kriegen. Ich werde euch aufhalten. Ich pumpe den Druck aus der Kammer. Das wird euch aufhalten. Töte sie. Du musst sie töten. 60 Sekunden bis zur vollständigen Dekadenz. Ihr habt doch einen Schatten. Kompression. 54 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Ist nicht durch. 48 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Nein, nein! Die Phyraxa! Nein, die Selkath kommen! Nein! Beruhigt euch, alles wird gut werden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.
Ich bin in Panik geraten, als ich hörte, dass jemand vor der Tür ist. Bitte vergebt mir. Ich habe solche Angst. Wir haben einfach das ist kein Angst. Grund, mich zu als die töten. Selka verrückt wurden, dachte ich, dass alle außer mir und Sami den Verstand verloren hätten. Einige unserer Leute waren nicht in der Station, als es passierte. Die phyraxanischen Haie haben sie einfach zerfetzt. Es war schrecklich. Plötzlich fingen die Selkath an zu schreien und alles um sich herum zu zerkratzen. Mein Team wurde vor meinen Augen zerstückelt und gefressen. Sami und ich dachte, wir wären die einzigen Überlebenden. Ab und zu hörten wir die Selkath draußen vor der Tür. Und diese merkwürdigen Geräusche, die durch die ganze Basis halten. Wir dachten, alle sind tot. Tot oder verrückt. Ich habe die Nerven verloren. Was soll ich sagen? Ich bereue meinen schrecklichen Fehler zutiefst. Ich bin Conor Nolan und das ist Sami. Wir waren als Wissenschaftler hier am Rakat Rift-Projekt beschäftigt. Aha, ich bin übrigens Doug Dana. Was hat die Republik hier gemacht? Wir hatten eine geheime Vereinbarung mit den gemäßigten Mitgliedern der Selkath. Sie wussten, dass Manan nach einem Sieg der Sith seine Unabhängigkeit nicht würde verteidigen können. Diese Bastarde würden den ganzen Planeten auslöschen, nur um an das Kolto zu kommen. Deshalb durfte die Republik diese geheime Basis bauen. Wir wollten hier hinter dem Rücken der Sith Kolto fördern. Aber es ist alles schiefgelaufen. Was geschah? Das wissen wir nicht. Nicht genau. Die Arbeitsteams waren draußen am Riff, in der Nähe der Quelle. Plötzlich gab es ein lautes Grollen. Ich dachte, mir platzt gleich der Kopf. Dieses Monster ist aus dem Riff aufgetaucht. Ich glaube, es war ein phyraxanischer Hai. Der größte, den ich je gesehen habe. Größer als unsere U-Boote. Es war so, als würde er in meinem Schädel brüllen. Dann brüllten plötzlich auch die Selkath und griffen uns an. Es hat etwas beschützt? Vielleicht. Es wäre möglich. Er könnte der Wächter der Ruinen am Riff sein. Das könnte sein. Vielleicht lebt er in der Nähe der Kolto-Quelle im Rakat-Riff. Das würde einiges erklären. Was beispielsweise? Zum Beispiel, warum er unsere Bautrupps angegriffen hat und warum er so groß ist. Er ernährt sich vermutlich ausschließlich von Kolto. Seiner Größe nach muss er uralt sein. Aber mit Kolto als Nahrungsquelle. Und die ganzen anderen phyraxanischen Haie. Vielleicht ist das sein Nachwuchs. Das ist es. Die Kinder wollten einfach nur ihre Mutter beschützen. Und was kann ich jetzt tun? Die phyraxanischen Haie waren schon immer ein ernstes Problem. Wir hatten ein paar Blaster und Projektilkanonen, um uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Trotzdem haben sie immer wieder Arbeiter getötet. Wir wollten eine wasserlösliche Substanz finden, mit der wir sie vertreiben können. Irgendwas, das sie verjagt. Tja, wir haben es nicht geschafft. Nicht so voreilig. Sie ist zwar nicht perfekt, aber für eine Situation wie diese wie geschaffen. Nein, es funktioniert nicht richtig. Wer weiß, was es anrichtet. Wovon redet ihr da? Der Abwehrstoff, den wir hergestellt haben, sollte die Haie vertreiben. Aber wir konnten ihn nicht fertigstellen. Wir haben einen hochgiftigen Stoff getestet. Er hat ihre Außenhaut in Sekundenschnelle zersetzt und ihre Atemwege verätzt. Dadurch konnten sie den Sauerstoff nicht mehr aus dem Wasser filtern. Und genau das brauchen wir jetzt. Etwas, womit wir diesen Hai vernichten können, der unsere Station zerstört hat. Aber wir wissen nicht, wie der Stoff reagiert. Wir konnten ihn nur in einer kontrollierten Umgebung testen. Wer weiß, was im Meer passiert? Vielleicht wird sogar das Kolto zerstört. Wir wissen genau, was passiert. Der Hai stirbt. Dazu haben wir die Substanz schließlich entwickelt. Was könnte ich sonst tun? Mehr müsst ihr nicht tun. Wir haben einen Kanister mit dem Gift hier. Wir haben mit dem Toxin experimentiert, bevor die Selkath den Verstand verloren haben. Ihr müsst es nur in den Kolto-Sammler füllen und verteilen. Und dann bringt euch in Sicherheit. Wir wissen nicht, wie der phyraxanische Hai auf das Gift reagiert. Welche anderen Möglichkeiten stehen mir offen? Das Monster wurde anscheinend von den Maschinen, die wir am Rand des Riffs installiert haben, angelockt. Wir haben über die Kameras beobachtet, wie es die Maschinen angreift. Wenn ihr die Maschinen, die wir installiert haben, zerstört, beruhigt sich der Hai vielleicht und zieht sich in sein Versteck im Riff zurück. Wie könnte ich das tun? Programmiert die Sammler so, dass der flüssige Stickstoff einen Überdruck erzeugt.
Dadurch explodieren die Treibstofftanks und die ganze Maschine wird zerstört. Das verwendete Hydroliumgas ist bei 1 bis 3 Millionen Sangen gasförmig und bei etwa 4 Millionen Sangen flüssig. In flüssigem Zustand ist es hochexplosiv. Wenn ihr genug Hydroliumgas in den Tank pumpt, wird es durch den Druck flüssig. Wenn es soweit ist, wird in der Maschine eine Kettenreaktion ausgelöst. Aber dann verlieren wir alles, was wir hier aufgebaut haben. All die Jahre harter Arbeit. Das ist immer noch besser, als den ganzen Ozean zu verseuchen. Ich werde versuchen, die Sammlung zu zerstören. Gut. Langfristig gesehen ist es besser, die Maschine zu zerstören. Wir dürfen das Colto nicht gefährden. Packt euch in den Computer des Sammlers und erhöht mit den Treibstoffpumpen den Druck im Tank, bis sich das Hydrolium verflüssigt. Wenn die Maschine erstmal zerstört ist, verschwindet auch der Hai. Ihr wisst, dass das nicht funktioniert. Ihr müsst das Gift durch den Sammler verteilen. Wenn der Hai tot ist, können wir wieder Colto abbauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich hoffe, ihr trefft die richtige Entscheidung. Ja, und die richtige Entscheidung ist, eine Pause zu machen. Wir sind nämlich am Ende der Folge angelangt. Ich mache mir schon mal einen Strich. Ich weiß, wir haben jetzt schon die zweite Folge diese Woche. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.